Stufe für Stufe steigt Beringer Olaf Geiter von Proring die Leiter hinauf, die er an einen Baum im Schlosspark Jever gelehnt hat. Er schlägt einen Nagel in das Holz, dann hängt er den Nistkasten Nummer 44 an den Baum. Insgesamt werden 10 solcher Starrenkästen im Schlosspark installiert. 30 weitere sollen in der Umgebung folgen. Siedeln sich die Vögel in den Nistkästen an, dann sollen sie beringt werden. Ziel der Aktion ist es, möglichst viel über den Star herauszufinden und ihn weiter zu erforschen.